Es ist 8 in der Früh und wir stehen mal im Völkermarkt. Und somit beginnt der neue Vlog da im Völkermarkt und das um 8 in der Früh. Ja, war eigentlich relativ spontan, dass wir es gestern ausgemacht haben, dass wir so früh fahren gehen. Auf jeden Fall, gestern schickt mir der Levi einfach dieses Video. Und ja, jetzt bin ich heute dran mit Baspin am Trail. Ich habe erst einmal am Pull-Up gestanden, noch nie am Bunnyhop, nicht einmal auf einem Enduro am Bunnyhop Baspin geschafft und dann heute am Trail. Mal schauen, was das wird. Der war ausgemacht. Ja, wie spät ist? Halber 10. Halber 10 und um 8 Uhr ausgemacht. Schau an. Red einmal, ja. Ich mach schon das Intro. Ja. Also, wie man glaube ich jetzt auch unschwer erkennen hat, ist der Levi jetzt endlich auch schon da. 1,5 Stunden später, aber nach Spaß. Ich hab gesagt, ich komm nicht um 7. Ich hab schon gesagt. 8. Was für 8, Alter? 7 wollte ich dir fangen. Ich hab wirklich gesagt, er kommt später, ist egal jetzt. Was haben wir heute vor? Wir sind im Völkermarkt. Der Mane! Er hat ein Trailbag, Alter! Oh. Was haben wir da? Ein Bad. Wo steht das? Andere Seite, oder? Ja. Nein, steht gar nicht. Doch. Man sieht nur, weil der Paintjob von dem Typen viel zu scheiße war. Ja, sieht man kurz durchschieben, wo ist das Caesar-Logo? Aber da sieht man. Caesar. Professionell lackiert. Keine Ahnung, wie das heißt. Das ist professionell lackiert vom Fußbesitzer. Man erkennt es an der guten Lackierung. Das Original bei schwarz und das Bad, die Bad sind rot. Servus. Die Norden ist Birne. Ja, haben wir einen Abend, Digga. Was da? Ja, Digga. Ja. Alles im allem, aber ich muss ehrlich sein, es ist echt ein Pfuschradl. Warte, ich such das Bild. Den Arsch habe ich gedacht, ja, aber ich muss sagen, es fährt sich mega geil. Jetzt sind noch gute Bremsen drauf. Okay, aber wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wir sind halt im Völkermarkt mit alle drei mit den Trails und später vielleicht geht es noch nach Griffen, wo wir in einem Vlog noch nie waren. Doch. Ah, nein, aber auch nicht. Nein, lock mich nicht, ich hab gleich so ein Video gemacht. Passt. Ja. Passt das für mich. Jetzt für mich, geht schon, sag. Okay, mach dann Apfelfront auf, 360 drauf und einfach irgendwie runter, Digga. Da war ja noch Oberschirm. Cheater. Ricardo, zeig noch was. Eww. Mann, ich will jetzt von dir was sehen. Soll ich was machen? Geht schon. Wie man im Video, was ich am Anfang eingeblendet habe, schon gesehen hat, kann der Typ jetzt Baspins einfach. Das war jetzt kein Baspin, aber machen wir einen Baspin. Das ist ihm egal. Digga, ich hab so Respekt davor. Digga, mach noch einen, bis du schaffst. Ja, ich hab so Respekt davor, Trail, ehrlich. Wir haben das Ganze jetzt aus Versehen in Slow-Mo gefilmt, deswegen hat die Qualität maximal reingeschissen. Und jetzt noch einmal. Yo! Ja, lass mal zählen. Von da ist er schon hoch. Ja, der geht bis für mich bis circa fast. Der ist ein bisschen kleiner als ich. Yo, Alter, sauber. Ja, ich mach ihn nicht so. Ja, Digga, anders schaff ich ja auch nicht. Ah, ich find leichter anders. Ja? Ich hoffe, das für mich beim Gabel nicht.
Kinn. Ja, gerade original. Der Lenker in der Knie und Kinn gleich gehabt. Also genau die Kanten. Oh, fuck. So eine. Lass das wirklich sein für heute. Rauf, Backwheel, Backwheel. Aber Noseman, also umdrehen. Noseman bis zur Kante vom Anstand. Und dann versuchen wir so ein Wheelie halt im Stehen auf und wieder drüber. Ja. Passt. Komm, komm, komm. Ja, zwar nicht das, was ich gemacht habe, aber. Ja, aber ich habe die Nose-Menü gemacht. Für mich zu anstrengend, aber trotzdem nice. Alter, was? Jo. Und so wie letztes Mal kriegen wir wirklich nur wir drei Bikes und drei Leute in ein Auto. Alter, das ist ein Unterschied. Da voll angeschwollen vom Bass, wie scheiße. Ich hab da also mit Scheikurven sein. Gehen wir mal mit. Ja, Chef. Also, da sind wir jetzt in Griffen angekommen. Wir haben jetzt ein bisschen den Vlog vernachlässigt, weil wir waren jetzt fast eine Stunde TikTok live. Aber ja, genau. Jetzt sind wir da bei diesem wunderschönen Spot mit der Levi 5. Jetzt haben wir mein Backwheel hops auf. Ey. Mach den Tag noch schnell was. Wow. Ja. Doch, da chillt sie. Oha. Will das denn da? Ich bin gerade am Kotzen fotografieren, warte. Die fasziniert mich gerade. Boden. So weiter zum back to Business, Alter. Jupp. Was macht der Manuel jetzt? Oder? Dann machst du auch für 6 und ich mach nachher Prüfung. Jupp. Das ist wieder das, wo ich so anscheiße. Ich will das nicht noch einmal machen. Ja, schön ist er nicht, sagen wir so. Weil er jetzt ja ziemlich oben. Fast Handy rausgelassen. Da wieder von dort anfahren, wo der Licky Meier gerade steht. Daher, dann da oben. Aber das geht, oder? Ich meine, wenn man noch einmal schaut, ist halt scary dort vor allem, weil da geht's halt fett oben. Schaut vielleicht auf Cam nicht so aus, aber. Das Problem hat, dass das da ist und nach rechts abspringen hasse ich richtig hart. Wie meinst du? Ja. Achso, ja, weil das nicht, weil das ist ja kein gerade Ding, sondern so Kurven im Prinzip so. Mhm. Und wenn man da geradeaus weiter wird, dann wird man auch wieder runterfallen. Wenn ich voll Schiss hab für sowas, dann mach ich auch bei so einer Sache halt leicht einen Fehler. Oh. Ich sehe halt von dem halt auch für volle Schuss. No. Ja, du, was ja nicht.
Auf Easiness. Ah, ich würde gerne fahren jetzt, Alter. Es pisst mir richtig an. Das ist scheiße. Ich hab einfach mit, oder was? Anders mal fix, weil ich hab's ja schon einmal gemacht. Aber ich denke halt immer zu bei so einer Sache nach. Ich gehe immer auf sicher, bevor ich auf No Risk mache. Ja, ist ja gescheit, Entscheidung. Oft schon. Oder ist nicht so ohne, wenn du es verkackst. Ja. Der eine und der andere wird Maharitsch Restaurant in Griffen von euch in Kärnten kennen. Und ja, das mega fette Trampolin steht da. Und ich glaube, ihr wisst, was wir vorhaben. Also ja. Backflip! Backflip! Somit war es das auch wieder von der Griffen-Session. So, Griffen war schon wieder mal so unnötig, weil es hat halt doch nicht so viel gegeben, was uns gefallen hat, aber weiter geht's. Very good, very nice. Wenn man auf einen Bunny hat, dann da oben ein Manual. Mal schauen, dass die Backflips da auf und dann ein Dartet. Let's go! Ich hab dir was Schönes mitgebracht, mein Lieber. Das ist gefühlt so weich. Das ist Diskriminierung. Alter! Atommumme! Sam are fresh. Ein wildes Manual in seinem natürlichen Lebensraum. Immer am Reel schauen, der Boss. So, leider war es auch schon wieder mit dem heutigen Tag relativ früh sogar, weil wir gehen jetzt auch nach Klagenfurt zum Campuslauf mit ein paar Freunden. Ja, leider haben wir ein bisschen zu wenig Clips vom Mane gemacht, jetzt was er ein neues Bike hat, das nächste Mal wird es mehr. Trotzdem war es eigentlich geil, ich habe jetzt noch am Ende ein paar G-Turns probiert, ich blende euch das dann kurz einmal ein. Ein halbwegs schöner war dabei, er war nicht so lang, das war mein bester bis jetzt. Und ja, dann würde ich sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal. Ich habe das noch ein kurzer Voice-Over machen müssen mit diesen Bildern. Man sieht, Levi, sein Finger ist wirklich angeschwollen und ja, er hat sich beim Basketball leider den Mittelfinger leicht angebrochen und der Sehne angerissen. Das heißt, er wird wahrscheinlich bei den nächsten paar Vlogs, falls er nicht kommen nachher, das kommen wir wahrscheinlich schon mal hören, aber er wird heute halt da wirklich nicht wirklich was fahren. Verständlich auch, er müsste jetzt eigentlich 8 Wochen Pause machen, aber er wird wohl bei den Vlogs so dabei sein. Ja, auf jeden Fall, so dann, bis zum nächsten Video. Love.